Hey Leute, Cramix hier, was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel, Leute. Was geht ab, ihr Paulberger? In der letzten Folge haben wir die Paulberger, oder nein, warte, die Bergerburg fertig gebaut, ja? Ich glaube, der Name hat euch ganz gut gefallen in den Kommentaren. Das hier ist die Bergerburg, Freunde, und heute werden wir uns damit beschäftigen, uns krasseres Equipment zu holen, Leute, weil, ja, ihr seht es, wir haben leider aktuell nur normale Eisenrüstung, das ist noch gar nicht so krass, wir haben noch keine Verzauberung und. Aber wir sind natürlich schon Level 24 und deswegen werden wir uns heute richtig krassen OP-Loot besorgen. Das wird heute die Mission sein, Leute. Lasst natürlich immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und Freunde, nicht vergessen, diesen Sonntag ist es soweit, die Paulberger Limo erscheint um 12 Uhr, paulberger.club. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Hey Leute, wo ist eigentlich hier unser Hofnarr Candy? Ihr wisst doch, wir sind doch jetzt hier Ritter geworden. Wo ist denn hier unser Bediensteter Candy, Junge? Hey, der muss jetzt eigentlich mal hier sein. Dem haben wir ja letztes Mal ein paar Aufgaben gegeben. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt hier erstmal schnell ein bisschen Essen für die heutige Folge. Zack, 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 Leute. Da ist er doch. Ich höre ihn doch schon wieder. Hey! Ich höre hier jemanden reden. Hallo. Candy! Hofnarr! Stimmt es, was die Leute sagen? King Crymax! Candy, wo warst du denn? Du warst gar nicht hier. Ja, ich war nicht da. Es tut mir leid, ich bin jetzt hier. Ritter Candy ist hier, oder? Bin ich jetzt ein Ritter? Aktuell bin ich dabei? Du bist noch ein Hofnarr, aber du kannst ein Ritter werden. Da muss ich dich aber erst... Was muss ich tun? Ich werde dich zum Ritter schlagen. Aber dafür habe ich eine besondere Aufgabe für dich. Was ist meine Aufgabe? Oh, edler König, erhelle mich mit der Aufgabe, die mich zum besten Ritter der Welt macht. Und zwar, Candy, ich werde dich zum Ritter machen der Bergerburg, wenn du Folgendes machst. Und zwar, wir brauchen hier Banner, ja, die uns natürlich, damit die Leute auch wissen, dass das hier die Bergerburg ist, brauchen wir hier überall coole Banner. Dann brauchen wir coole Ritter-Skins. Ich möchte, dass du uns Skins besorgst, ja? Ritter-Skins? Oh, okay, okay. Sonst sind wir ja hier nicht die Berger-Ritter. Ja, das ist kein Problem, das kriege ich hin, ja. Und besorg uns ein paar Äpfel, damit wir Goldäpfel machen können, falls wir angegriffen werden. Okay? Das kriege ich easy hin. Trete erst wieder vor meine Augen, wenn du alles erledigt hast. Ja, ja, kein Problem. Wenn was ist, schreib mich. Ich komm sofort hergelaufen. Okay. Ich bin in der Nähe, okay? Alles gut. Ciao. Ritter Candy wird jetzt in die weiten Welten noch bist du kein Ritter. Berge schreiten und die gefährlichen Gegner bezwingen. Okay, sehr gut, Leute. Ey, Leute, Candy auf jeden Fall Supporter hier wieder am Start. So, zack, wir pflanzen das erstmal schnell nach. Also die Base ist ja jetzt hier schon weitestgehend fertig, Leute. Das läuft ja alles schon mal relativ gut, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, heute wird unser Programmpunkt sein, dass wir auf jeden Fall krasseren Loot brauchen, weil Angreifer wie Alphastein werden bestimmt nicht lange auf sich warten lassen, um unsere Burg, unsere Heimat einzunehmen, ja? Ich wette, unsere Burg wird bald angegriffen werden, weil das hier einfach alles super schön aussieht und super cool ist. Und das müssen wir natürlich auch verteidigen, Freunde. Jetzt haben wir uns hier sowas Schönes aufgebaut und ich wette, wir werden da eben bald angegriffen werden. Und dafür müssen wir natürlich bereit sein, Freunde. So, zack, 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 zack. Einmal schön hier alles nachpflanzen. Jetzt machen wir uns hier noch einmal schön ein bisschen Brot, Leute. Wir müssen auf jeden Fall unsere Chicken Farm auch noch ein bisschen krasser ausbauen. Das sollten wir vielleicht auch noch heute machen. Okay, wir haben jetzt hier 43 Brote. Das sollte doch für den Anfang reichen, oder? So, hier Essenskiste rein damit. Oh, wir können auch noch ein bisschen hier Hühnchen brennen lassen. Warte mal, das mache ich auch mal direkt. Und Zuckerrohrfarm. Ey, warte mal, unser Hund, Mr. Berger. Mr. Berger, warte mal, wir müssen ihn mal kurz hier rausholen. Mr. Berger, komm mal da raus, Junge. So, komm mal jetzt hier aus der Zuckerrohrfarm raus. Du bist doch der Hund des Königs. Du bist der Königshund. Aktuell hinter der Wand befindet sich ja die Chicken Farm. Ich würde am liebsten das Ganze irgendwie so bauen, dass da so eine automatische Chicken Farm ist. So wie wir das bei Minecraft Stadt hatten, Leute. Das würde ich eigentlich ziemlich fühlen. Das sollten wir vielleicht auch mal noch angehen. Ey, wir hatten wirklich so viel Stein alles brennen lassen. Und das ist jetzt einfach alles aufgebraucht, Freunde. Aber dafür sieht es natürlich hier auch richtig gut aus. Also das ist hier echt keine Schmalspur-Base. Oh, guck mal, man läuft hier so richtig schön raus. Ich liebe das. Ich liebe unsere Burg. Aber ich würde auch sagen, bei Gelegenheit, wenn wir irgendwann noch mal ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne die Mauer hier dicker bauen, ja? Irgendwie vielleicht so 2 oder 3 Blöcke sogar dick, damit das so richtig massiv aussieht. Weil aktuell sieht das hier noch fast ein bisschen, ich würde schon sagen, das sieht hier fast noch ein bisschen schmalspurmäßig aus. So Leute, während ich jetzt aber hier gerade am Warten bin auf Candy, habe ich jetzt, oh, da ist er auch schon, habe ich hier ein bisschen umgebaut, Freunde. Hallo? Hey, was machst du denn hier, Candy? Reisender Candy, Anwärter auf den Ritterposten der Paulberger Berge, hat seine Aufgabe erledigt. Ach. Und ich habe folgende Sachen zu zeigen. Unter anderem einen Banner. Oha, okay, aber warte mal. Wer ist das hier? Wen bringst du mit in mein Königreich? Flauschi. Wer hat dir erlaubt, die Bergerburg zu betreten? Verlasse die Burg. Okay, nein, hey, alles gut. Warte, sie muss die Burg nicht verlassen. Das ist die Schneiderin Flauschi. Ah, die Hofschneiderin. Mhm, ja. Okay.
Du bist herzlich willkommen in der Bergerburg. Komm, wir gehen hier mal in den Hof. Willst du die Prinzessin der Burg werden? Ja. Hm, warte mal ganz kurz. Ich muss mir das kurz einmal überlegen. Candy, komm mal kurz mit. Nein, das ist nicht. Sollen wir eine Prinzessin hier nehmen? Eine unabhängige Prinzessin. Ihr seid nicht irgendwie befreundet oder sowas. Okay, Leute, was sagt ihr denn? Soll Flauschi die Prinzessin der Bergerburg werden? Hm, schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Na gut, aber ich sag dir ehrlich, Max, ich habe, wie gesagt, Banner und sogar König-Outfit und ein krasses Ritter-Outfit für den Ritter gegen Candy. Warte mal, erstmal, Flauschi. Ja? Wir haben abgestimmt. Du bist angenommen als Königin. Ja, Prinzessin. Oha. Nicht Königin, Prinzessin. Weißt du, dann zieh dich schon mal um, Flauschi. Ja, mach ich gleich. Also, Max, ich präsentiere dir feierlich und offiziell. Oh mein Gott, Leute, was kriegen wir jetzt? Den Banner der Paul Berger Ritterbahn. Oh mein. Sogar das Schild. Alter, das sieht ja richtig edel aus. Das ist meine so Aufgabe, Max. Boah, ey, Candy, die Aufgabe hast du krass gemacht. Das ist erstmal meine Lieblingsfarbe, das iCrimex Blau. Schild, bitte. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Das sind die einzigen Banner, die wir haben. Wir dürfen die nicht verlieren. Oh mein Gott, das ist krass. Jetzt hier über den Türrahmen. So. Alter, sieht das heftig aus. Oh mein Gott, Leute, wir sind die Paul Berger Ritter. Oh, Bewohner der Bergerburg. King Crimex. Das Wichtigste kommt ja jetzt noch. Oh, ja? Nämlich das König-Outfit und das heftige Ritter-Outfit. Boah, okay, zeig's mir. Sieh deine Rüstung aus. Oh mein Gott, Leute, jetzt kriegen wir unser Königs-Outfit. So, okay, und jetzt gebe ich dir das Outfit, bitte. Okay, danke. Okay, ich werd mal ganz kurz reingehen, mich umziehen, ja? Oh mein Gott, Leute, wir ziehen uns jetzt mal schnell das Königs-Outfit an. Oh mein Gott, Leute, seid ihr bereit? Ja, komm raus! Ich hab mich umgezogen und ich werde euch mein Outfit zeigen. King Climax. Alter! Bro. Oh mein Gott! King Climax! King Climax! Alter! Das sieht ja übelst krass aus mit dem Banner und alles. Das ist voll das krasse Outfit. Oh mein Gott. Flauschi, du hast das gemacht hier. Ja, hab ich selbst geschneidert. Ich hab's organisiert. Also, Alter. Hey, vergiss das nicht. Flauschi, du bist auf jeden Fall unersetzlich. Ja, krass. Danke. Candy, du warst auch dabei. Nein, ja, Spaß, hast du natürlich sehr gut gemacht, den Job. Alter, das sieht so krass aus. Das sieht echt mächtig aus. Das sieht wirklich heftig aus. Aber Candy, ehrlich, wo ist dein Outfit? Und Flauschi, wo ist dein Outfit? Ich zieh mich gleich als erstes um Candy. Ich komme zuerst mit dem Outfit, ja? Und zwar habe ich Flauschi in Auftrag gegeben, ein richtig krasses Ritter-Outfit zu besorgen. Aha. Das heftigste Ritter-Outfit der Welt. Oh mein Gott. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Seid bereit, wenige Sekunden. Ich bin gespannt. Max, ich habe dem ein richtiges Schmalspur-Outfit gemacht. Ja. Wir können gleich lachen auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ich freue mich schon. Ey, Leute, Candy zieht es jetzt mal um. Ich bin gespannt. Hallo? Okay, Leute, seid ihr bereit? Warte mal, ich habe hier gerade was gehört. Egal, guck eben. Ja, okay. Ritter Candy kommt in 3, 2, 1. Was ist das denn? Was ist das denn, Flauschi? Du bist ein Hofnarr, Candy. Ich hab doch gesagt, ein cooler Ritter. Wir haben Besuch. Candy, empfang unseren Besuch. Na klar. Reisende, herzlich willkommen in der Paulberger Burg. Was ist Ihr Anliegen? Möchten Sie mit dem King Crimex sprechen? Okay. Ihre Audienz, es wird Hofnarr. Wir haben Besuche zu empfangen. Bring den Besuch zu mir. Meine Herren, bitte folgen Sie mir. Ja, sicher. Wir kriegen Besuch. Treten Sie in die Bergerburg ein. Eintreten. Oh, danke. Hi, Flauschi. Oh. Hallo. Amir und The Wife, kommt gerne rein. Ihr seid meine mächtigen Verbündeten. Kann der Hofnarr mir vielleicht gerade die Schuhe ein bisschen sauber machen? Da ist noch ein bisschen Candy, Hofnarr. Ja? Küsst die Schuhe von unserem Besuch. Na klar. Sie auch doch der Herr. Ja, danke. Ich sage euch mal was Cooles bei einem Hofnarr. Wenn einem langweilig ist, dann kann der einen belustigen. Hofnarr, sing uns ein Lied und tanz dazu.
Es war aber ein Hofner in der Pauberger Bergburg und er springt herum mit einem coolen Outfit und die Gäste schauen zu. Danke, sehr gut. Hast du gut gemacht, Hofner. Max, ja? Der hört ja besser als der eine andere Hund hier. Er ist einfach ein treuer Begleiter. Ah, okay, verstehe. Gut. Flauschi, wenn du willst, kannst du dich auch schon mal umziehen. Ich muss kurz mit meinen Freunden reden. So. Okay. Also, Amir und The Wife, was kann ich für euch tun? Herzlich willkommen in der Bergerburg. Erstmal herzlich willkommen und freut mich, dass ich dich wieder halb gesund hier erlebe. Mhm, ja. Oh, du warst ja voll lange weg. Ja, ja, mir geht's schon besser. Ja, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber hier, die Zeiten des Friedens und ich glaube, des guten Zusammenlebens haben sich schon lange verabschiedet. Ach, warum? Was ist passiert? Ja, du wurdest doch auch von denen überfallen, von diesen Dreizack-Brüdern. Ja, das stimmt. Die haben mich überfallen. So. Das stimmt, ja. Und weißt du, mit wem die sich jetzt zusammentun wollen? Sag nicht das A-Wort. Ich sag das böse A-Wort, weil vor dir stehen zwei gute A-Wörter. Ah, ja, aber nein, mit Alphastein? Die wollen sich mit Alphastein Die wollen jetzt gemeinsame Sache mit Alphastein machen. Ja. Bro, oh weißt mein du, wie ehrenlos Alphastein eigentlich ist? Weißt du, was der mit mir gemacht hat? Was hat der gemacht, Bro? Ich war übers Wochenende weg und er wusste das. Ja. Ist in meine Base reingegangen, weil er wusste, ich kann mich ja nicht einloggen und irgendwas machen. Und hat alles zerstört. Er hat alle meine Kisten abgebaut, Bro, mit Lava verbrannt alles. Ich hab gewartet, bis ich live war und im Nether war, dass ich nicht zurückkommen konnte. Alter, und genau, wie der ehrenlos. Portal abgebaut, damit er wenn das nächstes Mal ist, ihr habt Unterstützung von den Rittern der Bergerburg. Ja, oh, Ehre. Nicht nur das, wir haben uns... ganz kurz. Ja, wir haben uns halt was überlegt, wir haben ja ein Bündnis geschlossen und so. Und einfach, du warst krank und damit du halt nicht so in der Zeit quasi zurückliegst, haben wir dir als kleine Überraschung, ich sag mal, Gipsing. Ein bisschen Rüstung gemacht. Was? Ja, Bro, du bist doch als König, du brauchst auf jeden Fall auch eine gute Rüstung. Alter, das ist ja überkorrekt, Mann. Können wir in irgendeinen Raum gehen oder so? Ja, kommt gerne mit. Wir müssen kurz in den Kistenraum. Schick dich so aus. So, leg einfach mal hier unten rechts in die Kiste. Die ist frei. Warte, guck direkt hin. Ich guck direkt hin, okay. Also. Okay. Was? Zuallererst, Bro. Ja. Stärke 5, Flammebogen. Alter, kein Was? Oh mein Gott, was ist das für ein OP-Bogen? Stärke 5. Und natürlich 5. noch ein bisschen Zubehör, ne? Oh. Auch muss sein, ne? Alter, was? Das ist ja so ein krasses Geschenk von euch. Ey, das ist... Dann, warte. Es geht weiter. Es geht noch weiter. Es geht weiter mit. Hast du, hast du schon eine Dia-Rüstung? Nee, ne? Nee, hab ich nicht. Dann glaube ich, wird Zeit für eine Schutz-4-Rüstung. Was? Oh. Komplett Schutz-4 und Haltbarkeit? Na, leider, die Schuhe sind noch Eisen, aber auch Schutz-4. Aber krass. Ich habe leider nicht so viele Dias. Trotzdem drin. Sehr, sehr krass. Oh mein und Gott. Und noch eine Glück-3-Pick. Nein, Alter. Effizienz-4 und Haltbarkeit-3 und nochmal Effizienz-4. Das ist von euch beiden zusammen. Safe. Und komm mal als on top noch so ein Name-Tag, falls du ein Haustier hast. Na, oder ich hab einen Hund. Oh mein Gott. Ja. Das ist krass. Ey, ich hab leider nicht annähernd so krasse Sachen für euch. Alles aber gut. Ich möchte euch gesund. Trotzdem was als Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Könnt ihr schon Tränke und sowas machen? Ja, klar. Also habt ihr auch schon, okay. Dann, dann gibt's nichts was. Auch Lohnenstaub, Lohnenruten und so? Ey, die könnte ich gebrauchen für eine Ender Chest. Ja, gerne. Warte. Also das ist natürlich nicht annähernd aufzuwiegen mit dem Geschenk, was ich von euch bekommen habe. Nein, du bist unser Bündnispartner, du warst krank, du konntest nicht hinkommen. Und bevor die Dreizack-Brüder kommen und das ausnutzen, das bist du lieber ist sehr geschützt. Krass. Also Leute, vielen, vielen Dank für das Geschenk. Seid ihr die Himmelskrieger oder? Nee, wir sind einfach Amir und Wife. Okay, Amir und The Wife, ihr habt auf jeden Fall ein ewiges Unterkunftsrecht in der Bergerburg und habt immer unsere Unterstützung, wenn was ist. Und der Hofner muss uns jedes Mal die Füße küssen? Das muss er auch machen, wenn ihr das wollt. Ja! Danke dir, Max. Vielen, vielen Dank gesagt, für das dicke Max, Geschenk. Max, wenn die wieder Ärger bei dir machen wie das letzte Mal, dann schreib in den Chat, wir kommen dir helfen, ne? Das ist korrekt, das weiß ich sehr zu schätzen. Wir ich zieh jetzt mal meine Rüstung an. Oh. Ey, ich schieß mich einfach mit dem Bogen ab. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Alter. Okay, 3, 2, 1. Boah, let's go. Wie viel? Guck mal, ich hab Maxed-Out-Rüstung, 1,5 Herzen. Alter, mit Maxed-Out-Rüstung. Warte, mach einmal. Oder bin ich One-Shot so? Ich weiß es nicht. Du bist One-Shot so. Nein, okay. Rechtsklick aufs Bett hier. Mach mal rechtsklick aufs Bett, ja. Warte, lass Alter, mich. Er kann mich abschießen. Nein, egal. Oder? Schieß mich ab. Hast du Savepoint gesetzt? Meine Damen und Herren, hört! Was ist denn hier passiert? Digga! Der König! Der König hat die OP-Rüstung! Der König ein Crymax!
Alter, ey, crazy. Der stärkste seiner Art, King Crymax. Oh mein Gott, ey, das ist wirklich crazy. Ja. Meine Herren, ich habe etwas zu verläuten, nämlich der Export aus Übersee hat etwas zu uns gebracht. Eine feinste Flasche Paul Berger Limo für unsere Gäste. Für unsere Gäste. Nein, nein, stoßen wir an auf unser Bündnis. Paul Berger Limo. Auf unser Bündnis, Paul Berger Limo. Und das kennt ihr uns all die Füße küsst. Ja, aber Candy hat auch sehr gute Dienste erwiesen. Und deswegen möchte ich Candy auch noch zum Ritter ernennen. Oha. Ich bin dafür einmal hauen auf die Schultern. Candy, du wirst Ritter der Bergerburg. Jawoll! Au! Zweimal, jede Schulter einmal. Ach so. Aber er ist jetzt Ritter der Bergerburg. Und das hier ist unsere Prinzessin Flauschi und aus deinem Outfit an. Ja, danke. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Ja, also. Oh mein Gott. Guten Tag, Milady. Das ist Milady Flauschi. Prinzessin der Bergerburg. Sehr gut. Aber habt ihr noch mal Informationen, was unseren Feind betrifft? Die Dreizackbrüder und Alphastein. Wisst ihr, was sie im Schilde führen? Boah, ich hab gar nichts mehr mitbekommen. Also, soweit ich weiß. Ich muss jetzt erstmal eine neue Base und sowas bauen. Deine ganze Base ist kaputt. Bro, alles über Lava platziert, alles abgebaut, jede Kiste abgebaut und alles mit Lava verbrannt. Gibt's irgendwas, was du brauchst, wie wir dir helfen können? Nee, ach was. Ich hab viel Stein noch hier in der Kiste, falls du Stein brauchst oder so. Ich hol mir jetzt einfach Alphastein seine Base und mach die dann zu meiner. Okay, falls du irgendwie Hilfe beim Angriff brauchst, sag Bescheid. Boah, Ehre. Wir werden auf jeden Fall mit angreifen. Okay. Nee, also die sind sich gerade am Aufrüsten, also pass auf. Die sind auf jeden Fall sehr ambitioniert und haben gerade das Ganze im Blick. Ich hab das im Blick, okay. Die haben Riesenhöhenwahn. Gut. Also vielen Dank, Jungs. Ja, wenn noch was ist, ihr könnt immer herkommen, ja? Alles klar, danke dir, Max. Mach's gut, Jungs. Pass auf dich auf. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, Flauschi. Was ist jetzt eigentlich mit Candy? Oh, nee, hier weiß ich nicht, wo bleibt ihr denn? Candy. Warum hat Candy hat TNT dabei? Der wollte dich hintergehen. Wollte er hier einen Hinterhalt machen oder was? Weiß ich nicht. Das muss ich, ich werde mal, weißt du was, Flauschi, wir sprechen ihn, wir bringen das nur mal in Erfahrung, ja? Alter. Soll ich jetzt mal? Ich habe eine komplette Dia-Rüstung, das ist ja so nice. Okay, nee, die Schuhe fehlen noch, aber naja. So, zack, zack, zack. Und natürlich einen richtigen OP-Bogen. So, das sichern wir hier erstmal ab, Leute. Erstmal hier ein bisschen was in die Kiste reinpacken. Und wir können unseren Hund noch umbenennen. So, Mr. Berger, du... wir müssen das erstmal am Amboss machen. Warte, man sieht das auch gar nicht. Ach so, dann warte ich noch. Guter Call. Ach, und Flauschi, du hast ja schon voll Verzauberung. Also, man kann schon die maximale Verzauberung bei dir machen, ne? Ja, kannst du gerne benutzen, wenn du das möchtest. Ja, ich bin jetzt gerade noch Level 25. Ich muss noch kurz Level 30 machen, aber dann würde ich das tatsächlich nutzen, ja? Sehr gut. Ich wollte einmal um Erlaubnis fragen, ob ich einen Prinzessinnen-Turm bauen darf hier an der Burg. Ja, darfst du natürlich machen. Ich habe da auch schon eine ganz gute... Ah, da bist du ja, Candy. Hallo, Paul Berger Ritterverein. Na, Candy, bist jetzt ein offizieller Ritter der Paul Berger. Ich bin der Ritter. Ja. Aber ich muss dich mal noch was fragen. Ja? Und zwar, warum hast du TNT dabei? Ich hab das konfisziert von einem Einbrecher. Du wolltest hier keinen Hinterhalt planen. Warum hast du mir in die Tasche geguckt? Warum denn nicht? Das war ein Plan von Anfang an! Spaß, okay? Oh mein Gott. Vertrau niemandem. Alter. Flauschi, was sagst Vertrau du dazu? Vertrau niemandem! Alter, das ist ein Attentat auf den König. Du weißt, mit was das bestraft wird. Mit der Amboss-Strafe. Mit der Amboss-Strafe, genau. Amboss-Strafe. Aber ich vertraue dir jetzt mal. Danke. Denk jetzt mal nicht, dass du hier irgendwas im Schilde führst. Nein, nein. Naja, gut. Nochmal Glück gehabt, Candy. King Crymax, vielen Dank für ihre Gutherzigkeit. So. Zack, ich bin jetzt voll. Ich bin jetzt richtig krass ausgestattet. Also, wenn irgendjemand uns angreift, wir können ihn direkt fertig machen. Sehr gut. Das Schild vielleicht noch verzaubern? Flauschi! Ja? Verzaubere sein Schild. Das geht nicht. Okay. Hat jemand eine Idee, wie ich noch schnell ein paar Level bekomme? Ich bin Level 25. Ich würde ganz gerne mein Schwert noch verzaubern. Ja, du könntest mich einmal jetzt erledigen und meine Dings, meinen Kopf zerhauen. Wie viel Level hast du? 8. Ich weiß nicht, wie viel das bringt bei Level 25. 8. Naja, das wird doch nicht so addiert, oder? Probier's einfach mal. Okay, Candy. Dankeschön. Willst du dein... Warte, mach rechts gleich hier aufs Bett. Mach hier deinen Save Point. Ja, hab ich schon. Er überlebt bitte, das. Nein, bitte tu mir das nicht an, Max. Bitte. Warte. Jetzt, Candy. Danke für deine Level. Wie geht das denn jetzt? Muss ich auf den Kopf schlagen, oder was? Ich weiß nicht, hat er gesagt. Woo!
Oh, ja, ich bin Level 26, das hat kaum was gebracht, Bro. Okay, ich muss erst noch ein paar Level farmen. Na gut. Probier's mal im Nether mit Quarz abbauen. Ja, Quarz abbauen ist, glaube ich, auch noch. Ey, Kenny. Vertraut jetzt niemandem! Kenny jetzt ja auch mit dem Müll, Alter. Sorry. Ich muss jetzt noch schnell 4 Level machen, gib dann hab ich noch ein Schaufel, gib mir meine Axt. Ja, okay, ich will dein Zeug ja gar nicht. Okay, Flauschi, ich zeig dir jetzt noch, wo du deinen Prinzessinnen-Turm bauen kannst. Okay, ja, da komm bin einmal ich mit. Gespannt. Zack. Oh, Leute, und dann machen wir uns jetzt heute noch richtig krassen Loot. Und dann sind wir König Crymax. Und natürlich ist ein König auch unbesiegbar. So, okay, und zwar hatte ich mir überlegt. Guck mal, ich habe das ja so gebaut. Hier an der Seite ist ja schon so ein Weg rüber zum Nether-Portal, ne? Und ich würde einfach sagen, wir bauen hier nochmal so einen Weg hier rüber auf die Seite. Und dann kannst du deinen Prinzessinnen-Turm hier so bauen. So daneben. An die Ecke dran? Ja, so, ich weiß nicht, würdest du an die Ecke machen oder so mit daneben so? Also wie du willst. Ja, so an die Ecke, so ein Kreis. Ja, das ist eigentlich cool. Dass es so ein richtiger Turm wird. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann kann man nämlich hier so einen Weg hier rüber bauen. Das sollte ich hinkriegen, Mann. Sehr gut. Ich glaube, das wird gut aussehen. Ich denke auch. Okay, ich werde jetzt ein paar Level farmen gehen. Okay, ich sag dir Bescheid, wenn der Turm fertig ist. Yo. Oh mein Gott, Leute. Also wir sind hier echt richtig gut ausgestattet. Ich feier's. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns jetzt noch schnell Level 30 und dann machen wir uns heute noch ein OP-Schwert. Holen uns noch ein paar Goldäpfel, dann haben wir einen Gifttrank, Goldäpfel, fast eine volle verzauberte Dia-Rüstung. Also wer soll da noch kommen, ja? Dann soll sich noch mal jemand mit uns anlegen, hier Alpha-Stein oder keine Ahnung wer, Junge. Ey, Leute im Nether, das dauert viel zu lange, aber Army hat mir jetzt angeboten, die XP-Farm von dabei von Army mit zu benutzen und damit sollte das ja schneller gehen. So, yo, Army, was geht? Was geht? Komm. So, du hast mir jetzt hier angeboten, eure XP-Farm hier mal mit zu benutzen. Ja, warte. Das ist ja voll krass, dass ihr schon sowas habt, ey. Ja, waren die allerersten. Alter, heftig. Boah, Leute, dann mache ich mir jetzt hier gleich ein richtiges OP-Schwert. Ich habe übelst Bock drauf. Erstmal hier runter. Aha, okay. Hier ist unsere kleine Kuhfarm. Alter. Die wurde aber auch fast komplett zerstört oh von mein Gott. Alphastein. Oh mein Gott. Ihr habt ja hier eine riesen Höhle euch ausgehöhlt. Ja, warte. Dann oh mein Gott, wir, okay. So. Wir runtergefallen. Wir müssen einmal hier hin. Okay. Hier soll eine XP-Farm sein. Ja, pass auf. Dachte immer, die sind so auf dem Meer draußen. Nee. Und das wurde jetzt hier ja schon alles von Alphastein gezeigt. Also ich kann das hier bei mir im Video zeigen. Kaputt. Ja, alles gut, alles okay, gut. Lass hier runterfallen. Ja. So. Ja, und dann hier nochmal runter. Okay. Digga. Wo führst du mich denn hin, Junge? Vertrau. Hier. Aha. Alter, wir sind ja so weit unter der Erde. Und das ist es hier. Jo. Das heißt, wir haben halt einen Mob-Spawner hier. Aber guck mal, das Alpha-Stein hat hier alles kaputt gemacht. Schade, ey. Lava hier. Wir hatten alle Felder voll gehabt. Wir hatten Verzauberung. Ach, daher habt ihr so viel Pfeile mir geschenkt. Ja, genau. Oh mein Gott. Wir hatten sogar Pulverschnee hier hochgemacht. Ja. Oben. Und haben die Skelette verwandelt in so Schneeskelette. Ja. Und die haben dann Pfeile der Langsamkeit gedroppt die ganze Zeit. Alter, crazy. Wir haben so 3, 4, 6 Pfeile der Langsamkeit. Wenn einer getroffen wird, ist er langsamer. Plus. Aha. Das heißt dann noch, dass der dann nicht so schnell weglaufen kann. Einmal Pfeil abschießen, kannst du nicht gleich hinterherlaufen. Ey, ihr seid hier echt schon gut ausgestattet, ich merke schon. Ja. Ey, hast du mal noch ein Eisenschwert oder so für mich? Dann verwende ich hier nicht die ganze Zeit mein Dia-Schwert. Bam, bam, bam. Boah, die geht. Halt keinen. Digga, die geht schon richtig gut hier. Ja, die ist auf schon Level 29. Vorher hatten wir noch ganzen Tiere hier gehabt und dann haben wir die Alter. Miteinander gepaart und dann gab es voll viel EP. Krass, heftig. Ja. Ey, gut, so schade, dass das hier so zerstört wurde, aber gut. Ja, was willst du machen? Egal, warte ab. Okay. Gut, ich geh wieder hoch. Mach's gut, ciao, Armin, danke. Ey, warte mal, wo geht's hier wieder raus? Einfach hier hochschwimmen, oder was? Einfach die ganze Zeit hochschwimmen und dann musst du wieder die Treppen hochlaufen. Okay. Dann Richtung Kühe. Sonst, wenn man was ist, schreibt. Okay, ciao. Ciao. So, Leute, jetzt machen wir uns hier mal noch schnell auf Level 30 hier bei der XP-Farm und dann machen wir uns jetzt gleich noch ein richtiges OP-Schwert. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt Level 30. Jetzt gehen wir schnell zu Flauschis Verzauberungstisch und da machen wir uns jetzt so ein richtiges OP-Schwert. Ich hoffe, wir kriegen gute Verzauberung. Und Leute, soll das da ein riesiger Dreizack sein, was die da gebaut haben oben auf dem Berg? Das sieht ja richtig Müll aus, Freunde. Die Dreizack-Brüder. Ja, das Ding ist also an sich, ich habe mich ja letztes Mal mit den Dreizack-Brüdern an sich wieder verstanden, aber Wife und Armie sind halt meine Verbündeten und wenn die Krieg mit denen haben, dann habe ich halt auch Krieg mit den Dreizack-Brüdern. Dann ist das halt so, Leute. Und mit Alphastein auch. Also es gibt eigentlich hier einige Kriege aktuell zu führen. Aber dafür haben wir ja die Bergerburg, Leute. Die müssen die erstmal einnehmen. Oha, was ist das denn hier? Flauschis Endertruhen. 10 Eisen die Woche. Hä? Flauschi hat jetzt auch so eine Bank hier gebaut, oder was?
Ach nee, warte, das ist doch hier der Raum von mir damals noch. Flauschi hat den jetzt hier auch nochmal umgebaut. Ja, zuerst hat es mir gehört, dann kennen die jetzt Flauschi. Irgendwie wird der Raum hier immer weiter vermietet. Naja, gut, aber egal. Wir gehen jetzt mal zu Flauschi hier rein. Zack, zack, zack. Die hat ja gesagt, wir dürfen das hier mitbenutzen. Also kein Problem. Wir gucken mal, was rauskommt. Was kriegen wir denn hier? Plünderung 3. Oh, Plünderung 3 ist aber eigentlich heftig, Leute. Ist zwar an sich jetzt nicht super krass, aber, ey, wisst ihr, wie viel Enderperlen man dadurch dann holen kann? Das ist eigentlich heftig. Ich mach das mal drauf, glaube ich. 3, 2, 1 und let's go! Okay, wir haben jetzt, sage ich mal, nur Plünderung 3, aber ist halt echt heftig zum Farmen. Also wir werden das natürlich noch krasser ausrüsten, das Schwert. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und Enderperlen zu farmen wird jetzt gar kein Problem damit. Also eigentlich schon viel wert, so ein Schwert. Sage ich euch, wie es ist. Oh, unsere Burg sieht auch von oben so nice aus, Leute. Oh mein Gott, sieht das gut aus. So, wir gehen jetzt erst nochmal hier schön in die Bergerburg rein. Ey, Mr. Berger, wir haben auch ein Namensschild. Da müssen wir sich auch mal um dich noch kümmern. So, ich mache jetzt hier irgendwann mal eine Kiste, wo ich mal ein bisschen so Sachen reinlege. Den Bogen brauche ich jetzt nicht mehr. Das Schwert brauche ich jetzt hier nicht. So, Quarz. Quarz, Baumaterialien kann ich mal hier reinpacken. Jetzt müssen wir erstmal schnell hier alles ein bisschen ordnen. Ich brauche auch unbedingt mal so einen Mülleimer hier. Den ganzen Müll da reinzuwerfen. Ich könnte eigentlich hier mal so einen Mülleimer draus bauen. Eigentlich eine gute Idee. Ich muss das Bett jetzt hier aber nochmal umsetzen. So, ich glaube, das ist tief genug. Okay, jetzt müssen wir das natürlich hier nur noch so machen, dass man hier nicht reinfallen kann. So, sieht doch schon mal ganz gut aus hier, oder? Und jetzt können wir nämlich hier schön unseren ganzen Müll reintroppen. Zack, und schön aufgeräumt ist das Inventar direkt. So, Lapis Lazuli packen wir auch mal hier rein. Hühnchen haben wir noch ein bisschen Gold. Gold natürlich nicht schlecht. Können wir schön Goldwachen draus machen. Boah, Leute, ich sage euch, für nächste Folge, ich werde mir so Goldäpfel holen. Ich werde mich so krass ausrüsten. Sollen die alle kommen, kein Problem. Wir müssten auch mal noch eigentlich ein bisschen auf Dia-Suche gehen. So, den Gifttrank packen wir auch mal ins Inventar rein, falls irgendjemand hier Faxen machen möchte mit uns. Und dann würde ich sagen, Leute, das soll es von der heutigen Episode gewesen sein. Das war doch ziemlich erfolgreich. König Crymix hier. Hier der König der Bergerburg. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen, am Sonntag kommt die Paulberger Limo raus, Freunde. Und dann würde ich sagen, ihr dürft entscheiden, wie es weitergeht. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.